Freunde, ihr könnt es im Titel wahrscheinlich schon entnehmen. Hier drin ist der neue Tactical Poncho von Carinthia. Release leider erst im September, Oktober, aber dafür gibt es jetzt schon mal einen kleinen Einblick. Ich habe mir Mühe gegeben und habe versucht, alle möglichen Anwendungsbeispiele darzustellen. Ich hoffe, es gefällt euch, und wenn es euch gefällt, dann bitte ich euch, lasst ein Like da, Abo nicht vergessen und Glocke aktivieren. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Video und dann sehen wir uns am Ende nochmal im Fazit. Viel Spaß! Der Tactical Poncho von Carinthia ist ein vielseitiger Ausrüstungsgegenstand, den ich persönlich ab sofort öfter mit dabei haben werde, da er mehr als praktisch ist. Schauen wir uns den Poncho mal direkt ausgebreitet an. Hier gibt es eine Länge von 200 cm und eine Breite von 160 cm. Mit dieser Größe stehen einige Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung, zu denen ich gleich komme. Beim Innen- und Außenmaterial wird 100% Polyamid eingesetzt, welches auf der olivenen Seite atmungsaktiver ist. Für leichte Wärmeleistung gibt es obendrauf noch 60 Gramm G-Loft pro Quadratmeter. Die Verarbeitung ist hierbei wieder mal sehr gut und es gibt nichts zu bemängeln. Gut ist mir hierbei die Einfassung für das Gummiband mit der Schnalle aufgefallen, da das Band so nicht direkt in den Poncho eingenäht ist. Als integrierter Packsack dient hierbei die Brusttasche mit Reißverschluss. Und im Handumdrehen habt ihr somit auch schnell ein Kopfkissen parat. Die Maße betragen hier 28 x 23 cm und zum Befestigen gibt es außerdem noch eine Schlaufe. Zurück zum Wesentlichen. In der Mitte findet ihr die Kapuze, die sich mit einem umlaufenden Kordelzug festziehen lässt und die sich auch bei Nichtgebrauch in der dafür vorgesehenen Tasche verstauen lässt, wenn man den Poncho als Decke oder Schlafsack benutzen möchte. Das Deckenfeature sollte klar sein, einfach der ausgebreitete Poncho eben, um sich zuzudecken oder als Decke für den Boden. Das Schlafsack-Feature dagegen wird über den L-förmig verlaufenden Zwei-Wege-Reißverschluss ermöglicht, der einfach geschlossen wird und schon bildet sich daraus der Schlafsack. Wichtig hierbei, wie schon gezeigt, das Verstauen der Kapuze in der dafür vorgesehenen Tasche. Als Schlafsack genutzt kann für bessere Wärmeleistung der Kordelzug mit zwei Kordelstoppern zugezogen werden und es entweicht weniger Luft. Zwischen den Kordelstoppern finden wir außerdem noch einen Klettverschluss zum Schließen, auch mit geöffnetem Zipper. Apropos Zipper, am kompletten Poncho sind YKK-Zipper eingesetzt und sie laufen auch ohne Klemmschutzband, ohne Mucken. Zum Anziehen des Ponchos sollte der L-Zipper komplett geöffnet sein und schon kann man sich den Poncho über den Kopf werfen. Nur als Überwurf kann man den Poncho natürlich auch einsetzen, um zum Beispiel am Feuer den Rücken warm zu halten. Hier aber besser auf Funkenflug achten. Möchte man sich mit dem Poncho bewegen, empfiehlt es sich, die Druckknöpfe für die Ärmel zu schließen und die integrierte Schnalle vorne oder hinten zu fixieren. Ich persönlich finde das Tragen mit dem Schnellverschluss hinten angenehmer. Benötigt man etwas mehr Bewegungsfreiheit und weniger Material an den Armen, so kann man den Poncho mit dem Zipper wie ein Schlauch schließen und erhält so eine kompaktere Tragevariante. Damit schafft man eine doppellagige Isolation und die Arme sind freier. Die Brusttasche des Ponchos ist zwar geräumig, es ist aber zu empfehlen, nur leichte Gegenstände darin zu verstauen, wie zum Beispiel Handschuhe oder eine Mütze. Wie schon eben am Packsack gezeigt, habt ihr in diesem Fall die Schlaufe jetzt innen, um zum Beispiel etwas mit einem kleinen Karabiner zu fixieren.
Jetzt aber mal zu einem weiteren interessanten Feature. Während die Multicam-Seite des Ponchos mit einer DWR-Beschichtung für Nässeschutz und grobem Ripstop-Gewebe ausgestattet ist, so lässt sich der Poncho auch in der Farbe ändern. Dazu wird er einfach umgedreht und schon haben wir den Poncho im weniger militärischen Olivgrün. Die Farbwahl der olivenen Seite ist hierbei sehr gut und ich finde den Farbton nicht zu hell und nicht zu dunkel. Sehr gut finde ich hierbei die warme bzw. isolierte Känguru-Tasche, um sich die Hände aufzuwärmen. Mit solchen kleinen, aber durchdachten Features kann man bei mir immer punkten. Was könnte man mit einem Poncho aber noch anstellen? Zum Beispiel die Verwendung als Underkilt für eine Hängematte. Funktioniert soweit ganz gut und lässt sich behelfsmäßig definitiv so einsetzen. Oder man nutzt den Poncho mit Hilfe von Paracord zum Bau eines Notshelters. Es stehen einem viele Möglichkeiten zur Auswahl und die Vielseitigkeit ist nicht zu unterschätzen. Kommen wir jetzt zum Fazit. So Freunde, jetzt mal ganz entspanntes Fazit. Ich hoffe, der Poncho gefällt euch. Ich hoffe natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat. Also man sieht auf jeden Fall, dass Carinthia konkurrenzfähig bleiben will. Schaffen sie definitiv auch mit dem Poncho. Sehr vielseitig einzusetzen, ihr habt es ja gesehen, sehr viele Beispiele und das gefällt mir an dem Poncho. Ich hatte vorher mal so ein Poncho-Liner, also einfach nur so eine Decke bzw. ein Kissen, mit dem man mal was abgetrennt hat, eine Raumtrennung gemacht hat oder das einfach irgendwo befestigt hat. Auch sehr praktisch gewesen und so ein Poncho mit Kapuze, Reißverschluss und den ganzen Features, Isolationsmaterial, hatte ich so noch gar nicht und ich muss sagen, gefällt mir sehr gut, werde ich definitiv häufiger in meine Ausrüstung integrieren. Gerade das Schlafsack-Feature gefällt mir sehr gut. Auch das Kopfkissen-Feature, einfach mal so ein Nickerchen machen, Kopf zurücklehnen und aufs Kissen. Sehr angenehm auf jeden Fall und auch natürlich, dass das Ganze der Packsack ist und das Ganze als Packsack genutzt wird. Sehr praktisch, definitiv. Zu den Anwendungsbeispielen Shelter und Underkilt will ich noch dazu sagen, das ist sehr improvisiert. Ich habe mir bei dem Shelter zum Beispiel Schlaufen mit Paracord dran gemacht und beim Underkilt habt ihr ja gesehen, das funktioniert definitiv, kann man so benutzen. Aber wenn ihr das ernsthaft betreiben wollt mit einer Hängematte, dann holt euch ein ordentliches Underkilt. Ist definitiv zu empfehlen und vorzuziehen, anstatt das mit dem Poncho zu machen. Aber es funktioniert, habt ihr gesehen und die Isolationswirkung kam von unten definitiv auch an. Ja, zu den Tragebeispielen habt ihr gesehen, gibt es sehr viele. Ich persönlich mag die, wo die Schnalle hinterm Rücken ist, am liebsten. Ist einfach bequem und die Armfreiheit passt. Und auch die kompakte Variante, die ich gezeigt habe, mit dem doppellagigen vorne und hinten, ist auch sehr gut. Hat so ein bisschen was von der Weste und das hat auch sehr gut funktioniert. Allgemein lässt sich das natürlich alles noch erweitern. Man kann den Poncho auch im Tierfilm, Tierfotografie benutzen, Militär auf einer Übung in Pausen. NIR-Beschichtung hat das Ganze nicht, also da ein bisschen aufpassen natürlich. Aber ansonsten so in der Pause zum Überziehen oder einen Shelter bauen, dafür definitiv funktioniert das sehr gut. Und gefällt mir sehr gut. Auch gut gefallen hat mir die DWR-Beschichtung bei Multicam und auch die Känguru-Taschen, sehr bequem. Also da kann man nicht meckern, sehr durchdacht. Was mir gefehlt hat, waren die Schlaufen am Poncho. Wie gesagt, beim Shelter habe ich das mit Paracord gemacht, aber wenn natürlich welche schon da wären, wäre das natürlich ein bisschen besser, aber ist natürlich auch meckern auf hohem Niveau. Ansonsten kann ich eigentlich gar nicht meckern. Ich fand gut, dass das Gurtmaterial für die Schnalle diese Einfassung hat. Das heißt, falls das Gummiband sich mal ausleiern sollte, dann kann man einfach die Naht auftrennen und das entweder reparieren lassen von Carinthia, austauschen lassen. Oder man sagt einfach, nee, ich habe keine Lust mehr auf dieses Gummiband. Ich trage das sowieso nur am Rücken mit der Schnalle. Ich mache mir da jetzt ein richtiges Gurtband rein. Also das fand ich auch ganz gut, dass die Einfassung nicht direkt in den Poncho genäht ist, sondern diese Fassung halt bekommen hat. Finde ich sehr gut.
Ja, das war es eigentlich schon zum Video. Wie schon erwähnt, September, Oktober Release, da kommt dann das Ganze raus. Deswegen müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Preis ca. 180 Euro, weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte. Finde ich auch in Ordnung, den Preis. Und ja, wenn ich was vergessen habe, werde ich es unten in den Kommentaren anpinnen. Wenn mir auf Dauer irgendein großer negativer Punkt auffällt, dann werde ich es auch unten in den Kommentaren anpinnen. Und ansonsten dürft ihr jetzt gerne noch einen Kommentar da lassen, was ihr von dem Poncho haltet und ob ihr schon vorher einen benutzt habt. Was auch immer, kommentiert, was ihr möchtet. Freue ich mich immer drüber. Like da lassen und wie schon erwähnt auch den Abo da lassen und Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr kein Video. Demnächst gibt es wieder weitere Videos. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Carinthia, die mir so früh diesen Poncho zur Verfügung stellen konnten. Ist nicht selbstverständlich. Danke dafür auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.